Moin, liebe Fahrradfreunde. Es ist ein herrlicher Sonnentag. Wir haben es kurz vor Ostern. Das sind Temperaturen bis 20 Grad angesagt. Den ganzen Tag soll die Sonne scheinen. Das sind genau die richtigen Tage für mich, um eine Fahrradtour zu machen. Heute wollte ich eine für mich kleinere Tour machen, hier in der Umgebung von Göttingen. Und es geht auf die Gleichen. Das sind zwei Bergkuppen, die sind hier in der Nähe. Das ist Richtung Geismar und dann noch weiter Richtung Bennighausen. Da geht es dann bergauf und dann sind zwei Bergkuppen, die sind so knapp 400 Meter auseinander. Da standen früher mal Burgen, hat man einen herrlichen Ausblick um die Umgebung. Auf der einen Seite kann man eine kleine Pause machen, die Landschaft genießen. Auf der anderen Seite sind noch Ruinenreste. Da waren dann auch viele Leute hin und schauen sich das an. Die will ich euch mal zeigen. Wenn ich Glück habe, dann ist dann gerade die Bärlauchblüte. Dann sind die ganzen Wälder dort voller Bärlauch. Noch ist das Laub nicht in den Wäldern, das heißt, ich werde Licht dort haben. Das ist sonst, wenn man im Sommer dort einen Ausflug hinmacht, dunkel will ich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall, da kommt die Sonne nicht durch. Das sollte diesmal auf jeden Fall klappen. Nach den Gleichen fahre ich auf der anderen Seite runter nach Appenrode. Von Appenrode geht es dann weiter Richtung Einhausen. Aber wenn man von Appenrode runterfährt, sind links und rechts zwei schöne Sandsteinformationen, wo ich heute wieder einen kleinen Abstecher hinmachen werde. Nach Rheinhausen geht es dann an den Wendebach-Stausee, wo ich mich dann in die Sonne flezen werde. Dann geht es zurück nach Göttingen. Die Strecke, das sind so ungefähr 35 Kilometer. Höhenunterschiede sind das so circa 340, insbesondere hoch zu den Gleichen. Das ist schon ganz schön anstrengend. Und da wird die Kondition getestet. Deswegen habe ich heute mein Stevens Bike mitgenommen. Das hat 30 Gänge, da kann ich im kleinsten Gang wahrscheinlich schön hochfahren. Anstrengend wird es trotzdem sein, schon allein wegen der Temperaturen. Aber mit dem Rad hier geht das am bequemsten. Okay, ich düse mal los und werde euch zwischendurch dann weitere Sachen erzählen. Bis dann! Ja, hallo liebe Radfreunde. Was ihr hier vor mir seht, das sind die Reste der Hanfplantage vom letzten Jahr. Göttingen hat ganz viele Hanfplantagen oder einige zumindest. Das ist schon merkwürdig, wenn man zur grünen Zeit dieser Pflanzen oder Blütezeit durch Göttingen fährt und dieser Duft von Marihuana einen um die Nase weht und man an diesen Feldern mit Abertausenden von Pflanzen vorbeifährt. Das Kraut ist aber hier nicht zum Rauchen, sondern das hat gar nicht so viel THC, dass man irgendeine Wirkung davon hätte, so sagen die Bauern zumindest. Ich habe jetzt auch nicht davon gehört, dass die Ernte schon zu früh war durch die Bürger der Stadt Göttingen. Wir sind ja schließlich eine Unistadt. Und die Pflanzen werden deswegen angepflanzt, weil man diese Fasern haben möchte. Und diese Fasern werden dazu benutzt, um Bekleidung herzustellen. Das soll wohl für Krankenhäuser sein, weil die steriler sind oder sich leichter desinfizieren lassen. Aber in diese Richtung soll es gehen, die Nutzung dieser Pflanze. Ich hätte gedacht, die werden irgendwie frischer geerntet, aber dass die über den ganzen Winter draußen bleiben und jetzt anscheinend erst gemäht wurden. Und ich denke mal oder hoffe mal, dass die jetzt noch aufgesammelt werden und dann tatsächlich was raus produziert wird. Okay, dann geht's erstmal wieder weiter. Ja, nach der Göttinger Feldmark hinter Geismar bin ich jetzt durch das Gartetal gefahren. Das ist wunderschön, diese Strecke. Das ist so ein Weg mit Licht, Schatten. Der soll aber demnächst ausgebaut werden. Es wird hoffentlich nicht so lange dauern wie der Berliner Flughafen. Aber schnell wird das sowieso nicht gelingen. Wenn die da erstmal dicht machen, wird es lange Zeit zu sein. Ich fahre dann jetzt rein nach Diemaden. Da fahre ich immer unten am Fluss lang. Da gibt es so eine Strecke, da darf man nicht radeln. Da werde ich natürlich schieben. Und dahinter geht es dann weiter auf dem Radweg Richtung Bennighausen. Und dann melde ich mich wieder. Hier kommt der schöne Weg und natürlich schiebe ich jetzt. Und hier steige ich wieder auf.
Ja, eigentlich hätte ich hier vorne rechts abbiegen müssen, um Richtung auf den Fahrradweg nach Benninghausen zu kommen. Hier ist die Landstraße, da lässt sich's nicht gut drauf fahren, da ist immer viel Verkehr und schnell. Aber ich wollte noch so einen kleinen Abstecher machen zu der historischen Spinnerei Gartetal. Wegen Corona ist jetzt alles zu, aber ich will es euch zumindest mal zeigen. Wenn ihr mal hier langfahrt und Corona vorbei ist, kann man hier durchaus ein kleines Päuschen einlegen, sich die Spinnerei angucken. Und manchmal wird hier auch Gastronomie angeboten. Okay, dann schauen wir uns das mal an. Ja, hier in dem Gebäude wurde historisch gesponnen. Natürlich wurde in fast jedem Gebäude, wo Menschen wohnen, gesponnen. Aber hier geht es um Textilien und nicht um unsere Intelligenz. Und das kann man sich sonst angucken, wenn es geöffnet hat. Das ist wirklich schön und interessant auch anzuschauen. Und ja, da ist das kleine Café. Normalerweise sind hier Tische und Stühle draußen und die Leute genießen die Sonne auf ihren Fahrradtouren oder Spaziergängen. Naja, jetzt geht's halt nicht und deswegen düse ich auch weiter. Hier habt ihr nochmal einen Ausblick auf die Spinnerei. Ja, ein schönes altes Fachwerkhaus und hoffentlich ist Corona bald vorbei, dass sie wieder aufmachen können, damit sowas auch finanziert und gehalten werden kann. Ich düse jetzt weiter Richtung Kapelle, wo es dann hochgeht auf die Gleichen und da melde ich mich dann wieder. So, jetzt sind wir bei der Kapelle angekommen. Ja, die hat irgendwie was Uriges. Das hat so ein verwunschenes Örtchen. Man hat auch nie die Sonne auf der Vorderseite, dass man schöne Fotoaufnahmen machen kann. Aber irgendwie hat der Ort was. Der hat sowieso was, weil ab jetzt geht's hier hoch, dann ist hier Schluss mit lustig. Dann wird hier geackert, dann muss ich den Berg rauf. Naja, die Belohnung ist dann die Aussicht da oben und die alten Ruinen. Okay, bis gleich. So, gleich nach der Kapelle gibt es diese Gabelung hier und Freunde, biege ich nicht rechts ab, das habe ich letztes Jahr mal gemacht und das war eine scheiß Idee. Ich bin bis da oben hingekraxelt, habe dann auf mein Navi erst geguckt oder auf Google Maps und festgestellt, dass das falsch war, konnte alles wieder runterheizen und nochmal rauf und deswegen fahre ich jetzt nur rauf. Ist das nicht eine herrliche Geräuschkulisse? So, gut, dass mein Drahtesel so viele Gänge hat. Da muss ich auch gleich mal wieder runterschalten, weil das hier ist die nächste Herausforderung. Eieiei. So, jetzt bin ich im niedrigsten Gang und muss sagen, das lässt sich bequem fahren. Alles gut. So, ich weiß nicht, ob ihr es da vorne seht. Ich bin jetzt so gefühlt auf der Hälfte und da vorne zieht sich ja nochmal so eine Baumreihe hoch und ja, ich glaube, da muss ich oben hin. Ich hoffe mal, dass die Bäume schon hoch sind, so dass der Boden nicht ganz so hoch ist, wie es jetzt da im ersten Augenblick scheint. Aber es ist noch eine ganze Ecke bis nach da oben. So, hier geht es wieder mühsam bergauf. Ihr seht da vorne die Spitze. Vielleicht erkennt man das gut, was da so durch die Bäume durchschimmert. Und ja, um Spitze zu sein, muss ich auf die Spitze. Aber ist schon anstrengend. Ich bin jetzt im niedrigsten Gang. Und was ich eben noch als leicht empfand, wird jetzt schon ein Stückchen anstrengender. Okay, ich kämpfe mich weiter vorwärts, fahre lieber ein bisschen langsamer, um mir die Kräfte besser einzuteilen und hoffe, dass ich es bis oben schaffe. Aber den Biss werde ich schon haben. Bis gleich.
Mann, die Sonne brennt, der Vorderreifen hebt sich, mir geht die Puste aus, aber der Gipfel rückt langsam näher. So, hier bin ich an der Gabelung zwischen den beiden gleichen. Ich robbe mich erstmal weiter vorne bis an die Schilder und dann geht's weiter. Vielleicht kann ich dann auch wieder sprechen. Oh. Gib mir mal eine Minute. So, geradeaus geht's zur alten Gleiche, aber nee, da ist die Ruine und da geht's auch hinterher wieder runter, aber wir schauen uns erstmal die neue Gleiche an. Da ist eine schöne Aussichtsstelle, wo ich mich ausruhen kann und da kann man zu Fuß auf die Spitze hochgehen. Mit dem Rad geht's da kaum hoch, dann braucht ihr schon ein Mountainbike. Und mal schauen, wie es da oben jetzt aussieht im Frühjahr, wenn die Blätter noch nicht alle da sind. Okay, also auf geht's zur neue Gleichen. Nicht neuen Gleiche, sondern zur neue Gleichen. Auch wenn ich es vorher und nachher immer wieder falsch sagen werde. So, hier ist der versprochene Bärlauch, auch wenn er noch nicht blüht, aber es ist wunderschön grün und in ein paar Tagen wird es hier ganz fürchterlich nach Knofel stinken. Da steht's. Neuen Gleichen. Okay, Neuen Gleichen. 428 Meter. Geschafft. Huhlala. Wie soll ich's da jemals auf den Harzer Brocken schaffen? Früher losfahren, mehr Sport machen, weniger essen. Ich weiß. Ja, Freunde, jetzt dürft ihr euch mich auch angucken. Außer Puste, durchgeschwitzt und auf 428 Meter auf den im letzten Stillstand neuen gleichen. Naja, und die Gemeinden hier in der Umgebung haben sich auch viel Mühe gemacht und haben hier was Wunderschönes hingestellt. Sieht so aus wie ein Abflussrohr hochkant gestellt. Wird sicherlich, ich weiß nicht, ob es Kunst ist, ein Denkmal ist oder woran uns das erinnern soll. Aber nehmen wir als das, was es ist. Beuys hätte das auch gekonnt. Okay, also auf dem ersten Hügel bin ich. Der zweite Hügel ist da drüben, da geht's gleich hin. Ihr habt gesehen, unten waren Leute am Aussichtspunkt und der Platz ist noch besetzt. Ich bleibe hier noch ein bisschen und ich hoffe mal, wenn ich zurückkomme, dass der Platz frei wird. Dann mache ich das Foto für dieses YouTube-Video. Das ist eine schöne Stelle. Da kann ich das Rad auf den Tisch stellen mit der Aussicht dahinter. Das ist ein schönes Motiv. Ja, also die neuen Gleichen. Dann müsste das ja die alten Gleichen sein. Da ist eine Ruine, da geht's dann hinterher. Das ist ein bisschen idyllischer als hier mit diesem Abflussrohr. Und der Berg drüben ist fast genauso hoch. Ich muss gleich mal nachgucken, wie hoch der war. Vielleicht steht's ja auch wieder dran. Die gleichen werden hier Bennyhausen und Umgebungen, die nennen die Busenberge. Ja, das liegt wohl da dran, weil es zwei ziemlich runde Hügelchen sind, mit Abflussrohr drauf.
Und ja, es gibt einen berühmten Göttinger Mathematiker, der hat in seiner Vorlesung immer einen Witz gemacht. Der hat seine Studenten gefragt, warum heißen die Gleichen denn die Gleichen? Und die haben nicht die gleiche Oberfläche, sie haben nicht die gleiche Höhe, sie haben nicht die gleiche Struktur. Aber, Witz, komm raus, du bist umzingelt. Die Gleichen haben den gleichen Abstand. Okay, den Humor von Mathematikern, den versteht man wahrscheinlich nur, wenn man Mathematiker ist. Mir ist ein Tick zu flach, aber trotzdem, grinsen musste ich und meine Frau hat mich ja, verzweifelt angeschaut und hat sich gefragt, was ich daran so witzig finde. Okidoki, dann bleibe ich hier noch eine kurze Minute, trink was aus meinem Fläschchen, das habe ich mir wohl verdient und dann versuche ich mir unten die Aussichtsstelle zu erobern. Bis gleich. So, Freunde, ich habe mir die Stelle noch mal ein bisschen genauer angeguckt. Dieses vermeintliche Abflussrohr muss prähistorisch sein, denn ja, ich habe die ersten Kreidezeichnungen gefunden. Das sieht genauso aus wie die ersten Menschen, die angefangen haben, Bilder in Höhlen zu malen. War ein Wunder, dass sich das hier so gehalten hat. Jo, liebe Radfreunde, jetzt habe ich mich ein bisschen ausgeruht, habe eben noch ein nettes Schwätzchen mit den beiden älteren Damen hier gehalten, die auf die Aussicht genossen haben. Die haben mir jetzt Platz gemacht, jetzt habe ich mich ein bisschen ausgeruht. Ja, ist eine traumhafte Stelle. Die Aussicht ist, ja, wie ihr seht, ist einfach wunderbar. Und gut, der Tag ist noch nicht zu Ende. Jetzt geht's auf die nächsten Gleichen und da schauen wir uns mal die Ruine an. Also, bis gleich. Ja, die alten Gleichen, die alte Gleiche, die alten Gleichen. Welche Variante auch immer richtig ist. Auf jeden Fall ist sie in Reichweite. Da oben seht ihr die Spitze von der alten Ruine. Ich habe mein Rad jetzt hier abgestellt und los geht's und zu Fuß. Ja, jetzt, wo die Bäume nicht belaubt sind, hat man einen schönen Ausblick in die Umgebung. Da vorne ist Abbenrode. Da radel ich gleich runter. Da unten sieht man die Straße. Ja, hier geht's rüber Richtung Leine. Und das sind die Reste der Ruine. Der Berg hier ist 432 Meter hoch, die alten Gleichen. Drüben waren es 428 Meter, also bin ich jetzt 4 Meter höher. Ja, die Gipfel liegen 360 Meter auseinander, das ist natürlich keine Distanz, das war mit dem Rad jetzt eben schnell zu machen, aber ich habe es unten stehen lassen, weil das sind hier kleine Trampelpfade und da ist es nicht ganz so bequem zu radeln. Ja, jetzt sitze ich hier noch ein bisschen in der Sonne, laufe mal ein bisschen rum und schaue mir die Landschaft an. Und dann will ich runter, das ist da vorne, nach Abbenrode, da ist so ein altes Kriegsdenkmal, sehr groß für so einen kleinen Ort.
Und von dort aus geht es dann weiter runter, wo die Sandsteinfelsen sind, wo ich dann auch noch eine kleine Runde mit euch drehe. Okay, bis gleich dann. Es ist gar nicht so leer, wie ich gedacht habe. Hier überall sitzen Spaziergänger und ja, genießen die Ruhe und die Aussicht, die ich jetzt mit meinem Bequatschen des Videos ein klein bisschen störe. Aber ich verschwinde hier auch schon wieder. Da steht auch noch mein Rad. Jo, dann geht's jetzt los Richtung Abbenrode. Ja, auf dieser Strecke hier spielen sich die Vorteile von meinem Stevens Bike aus. Viele Gänge, insbesondere fürs Bergauffahren. Vorne eine Gabelfederung, die Scheibenbremsen, das kommt dem jetzt mir alles zugute. So, jetzt muss ich mal gucken, war das hier rechts runter? Ich glaube ja, Richtung Abbenrode. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber doch, das ist es. Wir können aber ruhig weiter tanzen. Ciao, ciao. Ja, das scheint hier Karl August Wilhelm von Uslar gewidmet zu sein. Hannoverscher Generalmajor. Ja, auf jeden Fall ein pompöses Ding für so einen kleinen Ort. Hier daneben, da haben wir die Leute, die hier im Krieg gefallen sind. Also, ja, ich bin Jahrgang 63. Das ist nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen und das habe ich erst durch so meine Radtouren richtig mitgekriegt. Egal in welches Dorf man fährt, egal wie klein es ist, fast überall ist es ein Kriegsdenkmal. Leute, die im Ersten und Zweiten Weltkrieg gestorben sind. Ich selber habe nie einen Krieg erlebt, will keinen Krieg erleben, hoffe, dass meine Kinder nie einen Krieg erleben. Ich bin eh nicht der Typ Soldat und Held, aber das macht einem nochmal bewusst, wir sind gerade in Corona-Zeiten, das ist zwar alles nicht schön, aber das ist ja nichts im Vergleich zu, was Leuten in Kriegen gelitten haben. Und wir sind eine glückliche Generation, dass wir sowas nie erleben mussten. Toi, 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 hoffentlich bleibt das lang dabei. Die Welt ist aber immer instabil und wenn alle nicht dran mitwirken, man hat mal das Gefühl, Leute legen es richtig drauf an. Aber hoffentlich passiert das nie, nie, nie wieder. Also hier ist einmal links eine Sandsteinformation, dann ist rechts eine, da mache ich mal gleich ein paar kleine Aufnahmen davon. Und im weiteren Verlauf geht es dann unten rechts weiter Richtung Wendebach-Stausee. Und auf halber Strecke, da ist so eine Tagungsvilla auf der linken Seite, wenn man da hochfährt. Da geht es hoch zu einem Hurkutstein und da ist auch der Jägerstein, auch eine wunderschöne Sandsteinformation. Das sind auch alles schöne Ausflüge, die man machen kann. Auch der Hurkutstein und der Jägerstein sind in dem Video, was ich über die Sandsteinformation hier in der Gegend gemacht habe. Und das ist eins eben der Radvideos in der Playlist am Ende. Diese und die anderen Sandsteinformationen sind alles schöne Orte, um rumzukraxeln, um einen Picknick zu machen, um die Natur zu genießen. Viele Menschen sind hier meist auch nicht unterwegs und man kann diese Ruhe einfach genießen, dem Vögelgezwitscher zuhören, ja, und die Seele baumeln lassen. Musik.
Wer sich die Sandsteinformation von der Hochkuthöhle angucken will oder oben am Jägerstein, der muss hier rechts neben diesem Tagungshotel oder Tagungshaus hoch. Das ist ein Waldweg, geht ziemlich lange steil bergauf. Ich bin heute zu faul dafür. Außerdem habe ich schon ein Video darüber gemacht. Wie gesagt, am Ende ist eine Playlist über die Radausflüge rund um Göttingen. Und da werdet ihr das Video über die Sandsteinformation finden und dann tauchen die alle ausführlich auf. Okay, dann weiter geht's Richtung Rheinhausen und weiter Richtung Wendebach-Stausee. So, liebe Radfreunde, das ist zwar auch immer eine kleine Steigung hoch bis zur Kirche in Rheinhausen, aber das ist es mir wert, denn hier habe ich so ein Plätzchen an der Sonne gefunden. Das ist eine wunderschöne Stelle, da kann man die Ruhe genießen. Was auch ganz interessant ist, ist, wenn man hier hochkommt zur Kirche, dann kann man hier vorne um die Ecke gehen. Oder da vorne ist auch so ein Trampelpfad oder hinten über einen Friedhof kann man gehen. Und dann auf dieser, das hat man gesehen, als ich in den Ort reingefahren bin, auf der rechten Seite sind ja überall solche Sandsteinmauern mit Häusern drunter, Häusern obendrauf. Und man kann auf so einem Grat oberhalb lang wandern und das geht hier vorne gleich los. Und das lohnt sich auf jeden Fall, hier hochzufahren, mal vom Rad abzusteigen und einfach die Wege hier zu erkunden. Da gibt es auch ganz kleine Treppchen, uralte Sandsteintreppchen sind das, runter in den Ort rein. Und mal runter und wieder hochlaufen ist eigentlich, ja, ist total interessant. Okay, ich sitze hier noch ein paar Minuten und denke über den Sinn des Lebens nach. Und dann fahre ich zum Wendebach-Stausee und knall mich da in die Sonne und tue dann das Gleiche da. Bis später. Jo, hallo liebe Fahrradfreunde. Das waren jetzt 36 Kilometer rüber zu den Gleichen, dann von da aus zum Wendebach-Stausee und jetzt wieder zurück nach Göttingen in den Cheltenham Park. War ein sonniger Tag, war eine schöne Tour. Das war, jo, ich will jetzt nicht sagen, nicht zu anstrengend, weil den Berg hoch, das hat mich ganz schön platt gemacht. Aber trotzdem lohnt sich das auf jeden Fall. Vom Wendebach-Stausee werdet ihr am Ende hier vom Video in der Playlist auch nochmal ein eigenes Video sehen. Da habe ich mal die Tour beschrieben, einfach nur zum Wendebach-Stausee hin und zurück. Ja, wenn euch die Videos gefallen, schaut sie euch an. Also alles, was so rund um Göttingen interessant ist, versuche ich aufzunehmen. Ist es noch längst nicht alles, es gibt noch ganz viel, was ich mir angucken kann. Aber ständig kommen neue Videos dazu. Jetzt habe ich erstmal den letzten schönen Sonnentag gehabt. Das heißt, die nächsten Tage wird das Wetter schlecht. Aber man muss ja auch die Zeit finden, die Videos zu schneiden. Okay, es freut mich, dass ihr dabei geblieben seid. Und ja, viel Spaß mit den anderen Videos und bis zum nächsten Mal.